einmal ohne Flugzeuge arbeiten. Schnell jetzt, bevor die nächste Bahn kommt. Ja, Eintracht Frankfurt Podcast TV, Ausgabe Nummer whatever. 7. Season 3? Genau, das weiß ich noch, aber welche Folge ist euch egal. Jedenfalls Saisonrückblick. Der Zweitliga-Ausrutscher ist rum, zum Glück. Ja. Alex, du hast gesagt, du kannst dich noch ans erste Spiel erinnern. Ich werde es, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Erstes Spiel, auswärts gefahren nach Fürth, zusammen mit noch zwei Kumpels von mir. Und das erste Mal in der zweiten Liga angekommen, auf komischen Bierbänken auf einer hingezimmerten Tribüne in der Trolley-Arena gesessen, war schon für den Arsch. Erste Halbzeit, wirklich gemerkt, jetzt ist der Abstieg da. Mehr zweite Liga geht nicht. Das stimmt. Naja gut, ich hätte nach Aue fahren. Das wäre... Ja. Oder Cottbus oder so, ne? Ja gut, nee, also so die ganze Ost-Arie jedes Mal, die habe ich mir nicht gegeben. Aber wobei, ich glaube, Dresden. Naja, die gut. Schönste Auswärtsfahrt hattest du doch, oder? Welche? Ja, gut, ich meine, am Saisonende jetzt hier noch Karlsruhe gehabt. Das ist natürlich eine feine Angelegenheit. Ich weiß übrigens gar nicht, wie mein Mikrofon hält, aber hallo. Zu nah oder zu fern dran. Na gut, aber natürlich, das ist auf jeden Fall so eine schwierige Angelegenheit gewesen. Aber erinnern wir uns an den Saisonanfang. Ja, das war wirklich Fürth. Was ein scheiß Spiel war, wo wir schon gedacht haben, so erste Halbzeit, glaube ich, haben wir 2-0 zurückgelegen, ne? Und keiner hatte mehr Lust auf irgendwas und dann kam er noch zurück. Ganz gute Angelegenheit, trotz einer Trümmertruppe, die wir damals schon hatten und dann ging es halt weiter, ne? Da war Düsseldorf, unentschieden, glaube ich. Ja, genau. Da hatten wir noch ewig rumdiskutiert, was passiert jetzt in der Innenverteidigung. Idrissou war, glaube ich, damals schon da. Ja. Ich glaube, der war zum ersten Spiel schon da. Nee, dafür. Die waren am letzten Spiel. Sowohl Friend als auch Idrissou sind ja zum letzten Transferfenstertag erst gekommen. Stimmt. 30.8. Drittes, viertes Spiel oder ja. Wer hat denn da noch im Sturm gespielt? Gekas und? Oder haben wir da schon? Nee, da haben wir noch mit einer Spitze gespielt. Ja. Mit einer Spitze, dann mit Gekas. Matmur wurde eingewechselt. Genau, Matmur wurde eingewechselt. Meier hat noch in der Offensive mitgespielt. Ja. Genau, Matmur war schon da. Genau. Ja, und dann ging es nochmal heiß her auf dem Transfermarkt. Ja. Damals war alles irgendwie ziemlich vielversprechend. So Verpflichtung von Rob Friend fand ich extrem geil. Aber das war ja jetzt auch nicht so der Reißer. Das hat sich im Endeffekt alles nicht ausgezahlt. Ne? Aber gut, ich meine, gut, im Endeffekt hat sich schon ausgezahlt. Wir haben ja immerhin, sind wir aufgestiegen. Ja. Also ich kann mich ja in meinem Alter schon gar nicht mehr an den Anfang der Saison erinnern. So zurückblickend finde ich, dass... Es war kein Durchmarsch, das war aber auch nicht zu erwarten. Es war aus meiner Sicht aber überraschend, dass wir es nicht erst am letzten Spieltag geschafft haben, sondern davor schon, weil ich hatte so eine Phase, gerade so nach der Winterpause, wo ich eigentlich dachte, das wird eine Nummer, die wird wieder super eng und am letzten Spieltag mit Glück, weil irgendjemand noch für uns ein Tor irgendwo schießt, schaffen wir es. Das, was dann 2-3 Spieltage vorher schon sichergestellt hatten, hat mich dann echt gefreut und gibt der Saison auch ein ganz positives Gefühl so. Ja, wobei das ist kein Durchmarsch war, ne? Das liegt ja auch hauptsächlich an den anderen Mannschaften. Ich sag mal, wenn die zweite Liga so gespielt hätte, wie sie das in der Regel tut, mit extrem vielen beschissenen Mannschaften, dann wäre das ein Durchmarsch gewesen. Ich meine, so viele Punkte konnte ja keiner ahnen, dass das Paderborn führt und so weiter, dass die so lange oben mithalten. Ja, wobei da haben wir nur den Vorteil gehabt, dass wir gegen die Mannschaften, die unten waren, eigentlich immer ganz gut gespielt haben. Aber gegen die direkten Konkurrenten waren, haben wir, glaube ich, im Endeffekt gar keine positive Bilanz. Ja? Da haben wir nur, gegen wen haben wir gewonnen? Das war Fürth, gegen die wir gewonnen haben. Sonst haben wir gegen keinen. Ja, aber sonst haben wir weder gegen Paderborn, die ja bis so lange... Haben wir nicht gegen Düsseldorfs Hinspiel 1-0 gewonnen? Nein, da haben wir 1-1 unentschieden oder so. Ja? Oder 0-0. Ich glaube, das war ein drückes 0-0, keine Ahnung. Wobei wir da auch beschissen wurden. Ich glaube, da war irgendein Abseitstor von Meier, was eigentlich kein Abseits war. Irgendwas war da, ja. Aber gegen St. Pauli haben wir nicht... haben wir ein Unentschieden, eine Niederlage. Also wir haben gegen die Mannschaften, die direkt oben waren, oder hier gegen 1860, wenn du die auch noch in den Kreis ziehen willst, haben wir beide mal richtig einen auf den Sack bekommen. Ja. Und richtig schlecht gespielt. Also im Endeffekt können wir doch froh sein, dass wir wenigstens gegen die Unteren eigentlich nicht, dass es da schon eine Zweiklassengesellschaft waren, die wir halt ausgenutzt haben. Ne? Was waren denn so eure persönlichen Highlights, an die ihr euch erinnern könnt? Ja. Oder was ist euch so am ehesten Erinnerung geblieben? Also persönliches Highlight
es ist immer wieder, wenn wir zurückgekommen sind. Also so Dinger wie Cottbus, ja, war eigentlich ein Scheißspiel. Aber ich glaube, es gab zwischenzeitlich stand es 3-1 für Cottbus. Ja, aber im Endeffekt in der 90. Minute haben wir das 3-3 noch hinbrutalisiert, ja, weil wir es einfach wollten. Und das waren die Momente, wo ich gesagt habe, geil, damit kann ich mich identifizieren. Wir haben zwar keine 3 Punkte geholt, nicht, aber ich gedacht, davor musst du 3 Punkte in Cottbus holen. Die haben ja auch eine scheiße Saison gespielt. Aber trotzdem konntest du zufrieden sein mit dem 1 Punkt. Oder genauso gut auch ein richtig beschissenes Spiel Ingolstadt. Ja? Mhm. Wo wir auch, die waren auf dem 18. Tabellenplatz oder so. Und wir dachten eigentlich hier, Leute. Im Stadion. Da vorne links. Einfach durch den Eingang Gleisdreieck rein und dann der Beschilderung folgen. Hier, Sie müssen hier durch diesen Eingang, genau, und dann auf der linken Seite. Bitte. Gerne. So, ja, also. ja, also, auch Ingolstadt, ein richtig beschissenes Spiel. Jeder hat gesagt, wir müssen 3 Punkte holen in Ingolstadt. Die waren Tabellen 18. Und die haben 90 Minuten lang, oder 70 Minuten lang 1-0 geführt. Und wir haben nicht hinbekommen, das 1-1 zu machen. Und in der 95. Minute machen wir noch das 1-1. Das waren Momente, das fand ich geil. Das ist ja wie das Bayern München der zweiten Liga. Ja. Also, was das angeht, haben wir unserem Namen alle Ehre gemacht. Ne? Erstes ja. Spiel gegen Fürth haben wir ziemlich spät die Tore geschossen, das Spiel noch gewonnen. Ja, dann, was du eben schon gesagt hast, gegen Cottbus. Also da waren mehrere Situationen, wo wir, keine Ahnung, 95. Minute nochmal einen Ausgleich gemacht haben oder doch noch gewonnen haben. Also zum Schluss kamen wir wieder ganz gut. Das war der krasse Unterschied zum vergangenen Saison, wo uns ab der 70. Minute schon die Puste ausgegangen ist und wir dann keinen Gas mehr hatten. Ja, und jetzt haben wir immer bis zur 90. Minute, das war ein Vorteil von dem Fahrbacher, von dem Fitnesscoach und auch vom Fee, die darauf Wert gelegt haben, 90 Minuten fit zu sein. Und das war einer der größten Vorteile in dieser Saison. Das hat, glaube ich, der Alex Meyer ja auch gesagt, irgendwie nach dem Spiel in Aachen, glaube ich, besonderen Dank an den Fitnesscoach, der ihn auch insbesondere ihn fit gemacht hat. Und ich finde, gerade bei ihm hast du es auch gemerkt, weil immer wenn Alex Meyer nicht fit ist, kackt er richtig ab. Ja. Und jetzt fand ich ihn auch richtig gut. Jetzt müssen wir kurz noch das Auto durchwinken. Ob das mal gut geht. Aha. Interessant. Was wir alle Bahn stellen können eigentlich. Eigentlich schon, ja. Was ich persönlich auch ein cooles Spiel fand, war das Rückspiel in Düsseldorf. Haben wir zwar irgendwie die Punkte geklaut bekommen in der letzten Minute mit dem schwindeligen Elfmeter, aber die ganze Stimmung und so dieses Wir-Gefühl, auch mit dem Trainer und der ganzen Diskussion rund um Düsseldorf und so weiter, fand ich einfach auch wieder eine... Man hat einen gemeinsamen Feind und das schließt irgendwie die ganze Fangruppierung zusammen und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Das war mit der emotionalste Moment eigentlich. Ne? Also ich denke, von der Saison war das mit der Punkt, der alle zusammengeschweißt hat. Wie du schon richtig gesagt hast, das war das, was den Kick gegeben hat. Das ist aber auch ein großes Momentum, was du im Fee und im Hübner zuschreiben kannst. Ich meine, das hatten wir sonst noch nie. Ne? Wir haben in Bruchhagen schon immer gehabt, die Liga ist zementiert, also Mr. Gefühlslos Deluxe. Ich mag ihn so, wie er ist, aber der Gefühlsmensch ist er nicht. Dann ein Trainer an seiner Seite. Du erinnerst dich an das eine Spiel mit dem Lira Pulli, wo er so diebisch gelacht hat am Ende. Also das saugeil. War echt geniales Szene. Aber dann dazu kommt, dass wir vorher Trainer hatten wie ein Funkel, auch so ein totaler Gefühlsmensch. Skibbe war jetzt auch nicht irgendwie derjenige, der groß Emotionen drauf beschwören konnte. Naja, nach dem 0-3 damals oder 0-4 in Leverkusen, diese peinliche Nummer mit alle müssen sich bewegen. Ja, aber das sind eher negative Emotionen, ja, genau, die er damit bei mir weckt. Ne? Aber was der Fee und der Hübner gemacht haben, ist, die haben tatsächlich mal in den ganzen Verein ein bisschen Emotionalität gebracht, was die Fans mitgerissen hat und was mit Sicherheit auch die Spieler gekickt hat. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da war wirklich eine ganze Menge, was von den beiden ausgegangen ist, was das auch so ein bisschen wieder zusammengeführt hat, das, was da halt vorher im Jahr davor dann so ein bisschen schiefgelaufen ist. Also das war schon wichtig, der Punkt. Also da vielleicht an der Stelle auch nochmal, wir müssen, glaube ich, unsere Meinung aus unserer Vorberichterstattung zur letzten Saison ein bisschen revidieren, ne? Was denn Herrn Hübner angeht. Ja. Da waren wir ja nicht so die größten Freunde. Hübner, wenn ich gesagt, dass es ein Spitzenmann ist. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? Also. also Hübner hat von uns schon ordentlich einen auf den Sack bekommen, was aber auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass keiner von uns ihn wirklich so gut kannte, wie wir ihn jetzt nach der Saison kennen. Ja, will ich mal meinen. Also ich mein, du hast eindeutig gesehen, vielen Dank. Ja, nee, du hast eindeutig gemerkt, dass er sich schon gemacht hat, auch in dem Jahr in Frankfurt, das hat ihm auch selbst gut getan. Davor war er in Duisburg. Das war schon auch teilweise sein Erfolg, dass Duisburg überhaupt letztes Jahr im Pokalfinale war. Da war die Zusammenstellung des Kaders eigentlich
ziemlich gut. Und das hat er jetzt mit Frankfurt weitergemacht. Aber es gibt trotzdem immer noch viele Baustellen, wo wir auch sagen können, er hat einen guten Job gemacht, hat einen großen Anteil daran, dass wir da aufgestiegen sind, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und da muss er im nächsten Jahr jetzt auch... Fehleinkäufe. Genau. Aber es war auf jeden Fall eine, bei der mir nicht gedacht hat, dass es so gut einschlägt. Nee, ne? Definitiv. Also was die Einkäufe angeht, würde ich sagen, da sind wir noch ganz in der Tradition der alten Eintracht geblieben. Ja. Auf jeden ordentlichen Einkauf kommen zwei, die komplett durchfallen. Kurzer Überblick, verlassen uns ja auch einige, ne? Ja. Wer denn zum Beispiel? Kajo, Korkmaz. War Tich Rivero nicht auch weg? Ja, genau. Alvarez. Ja, Alvarez, weiß ich gar nicht. Also ich meine, natürlich, der hat zwar keinen Vertrag mehr. Alvarez steht doch schon fest, wo er hingeht. Alvarez, wirklich? Ja, was habe ich denn da jetzt gelesen? Der Held der U23. Ja. Und der geht irgendwo anders hin. Ich meine auch U23. Nein, der wird nie U23. Geht doch. Gehen nicht alle, die uns verlassen, irgendwo anders hin? Ehrlich? Ja, bei Kajo wäre ich mir gar nicht so sicher. Also, dass der überhaupt nochmal einen Fußballverein findet, ist, glaube ich, fast gar nicht mehr so wahrscheinlich, oder? Also in Europa glaube ich nicht. Ja. Irgendwo hier, was weiß ich, Schnupsti-Bupsti, Porto Alegre, irgend sowas. Inter, Gremio, Porto genau. Oder so, der... Ja. Maruteri oder so, keine Ahnung. Ja, also ich weiß gar nicht, wenn du es weißt, wo der hinter Alvarez geht, weil das ist mir eine völlig krasse Neuigkeit. Ich hätte nämlich eigentlich gedacht, dass der wieder so einen Jahresvertrag bei der U23 bekommt, weil da ist er ja so ein bisschen schon der Held vom Erdbeerfeld bei der U23, bei der Eintracht. Okay. Was war denn mit Anthony Young? Ja, Jung wechselt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Arminia Bielefeld. Vertrag ist ausgelaufen, hat keinen Vertrag mehr bei der Eintracht bekommen. Beziehungsweise die Eintracht hat vielleicht ihm nicht das geboten, was er haben wollte. Und jetzt geht er in die dritte Liga wahrscheinlich zu Bielefeld. Dritte Liga geht auch unser Belaid, der Mann, der für viel Geld gekommen ist, viel Geld kassiert hat wahrscheinlich und dafür ultimativ wenig geleistet hat. Ja. Weggeht. Ja, genau. Da werden wir mal sehen, wie das da läuft. Ich meine, ihm alles Gute, ja. Trotzdem. Tich Rivero geht auch in die dritte Liga. Nach Heidenheim. Genau. Wobei, ja, genau, nach Heidenheim. Wer geht noch weg? Ja, mit Korkmaz wird gerüchtet, dass er zu 1860 geht. Bin ich mal gespannt. Also, selbst da würde ich ihm nicht zutrauen, dass er sich durchsetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Glaube ich offen gesagt auch nicht, weil irgendwie die 60er haben ja eigentlich immer eine ganz gute Nachwuchsabteilung und bringen ja immer wieder ganz gute spielerische neue junge Spieler hervor. Und. Da weiß ich ganz ehrlich nicht, ob der Ümit das bringt, muss ich ganz klar sagen. Ja, das ist genauso. Ja. Ja. Gut, wen haben wir noch? Mir fällt gerade gar keiner mehr ein. Aber es sind doch drei Spieler, sind doch schon offiziell verabschiedet worden. Korkmaz, Kajo und wer war noch dabei? War doch ein dritter dabei. Belaid? Das war Belaid. Das war Belaid. Ah, ja. Kessler, genau. Interessantes Thema. Was macht der denn jetzt? Ich meine, Köln ist jetzt in die zweite Liga abgestiegen. Ist da jetzt der Ersatztorhüter? Wie sieht es mit Rensing aus? Das sind alles so Sachen, ne? Frage, ob der Rensing tatsächlich bleibt. Gesagt hat das ja mal, aber ob da das letzte Wort gesprochen ist, glaube ich auch noch nicht, weil ein Rensing ist meiner Meinung nach viel zu gut für die zweite Liga. Du bist ja sowieso ein kleines Rensing-Fangirl, um das mal so zu sagen. Rensing habe ich aber jetzt gehört, irgendwie Wolfsburg auch nochmal dran. Und Bremen sucht auch einen Torwart. Auch das, ja. Man muss ja irgendwo die 40 Spieler, die er kauft, auch wieder herkriegen. Also irgendeinen muss er ja dann nehmen. Alter, du schließt jetzt voll den Kreis wieder zu Magath. Ne, können wir jetzt schon aussichten, ne? wenn ich jetzt hier schon wieder Chris in unserem Umfeld höre. Chris kann gerne wieder nach Königstein ziehen. Er kann da gerne wieder in seine Hütte einziehen, aber als Spieler brauche ich ihn ernstlich nicht wieder. Also, wir diskutieren jetzt keine möglichen Zugänge jetzt großartig. Das würde den Rahmen jetzt auch sprengen. Aber nur mal ganz krass, dass die Bild sich schon wieder so klar positioniert und schon wieder eine Kampagne für Chris macht. Das ist schon heftig. Aber warum denn? Es ist die Bild. Die Bild behauptet auch, wir wären heute alle Bayern und wir sind es nicht. Also, Wie steht ihr denn zum Thema Chris? Also Chris ist für mich ein ganz zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite fände ich es nicht schlecht. Er ist ablösefrei, er verzichtet mit Sicherheit auch beim Gehalt, hat jetzt angeblich gesagt, er will auch. Ja, aber trotzdem hat es für mich einen faden Beigeschmack zu sagen, in der zweiten Liga gehe ich nicht mit hin, lässt uns in einer der schwierigsten Situationen einfach alleine, geht für viel Geld nach Wolfsburg und kommt dann und sagt, Eintracht, nee, das ist schon mein Verein, will ich auf jeden immer Fall. Im Herzen behalten, immer die Sache ist doch die, schwierig. Alle, die Eier bewiesen haben, ja,
die sagen, okay, wir gehen in die Zweitliga. So Leute wie Herr Meier, okay, die hätten bestimmt auch woanders hingehen können. Ja. Die sind geblieben. Oder auch ein Jung. Wir hätten einen Jungen dann auch irgendwie verkaufen können. Ja, keine Ahnung. Da gab es sicherlich Angebote von Werder Bremen oder so. Oder Stuttgart. Genau, Stuttgart waren sehr interessiert. Aber die sind geblieben. Dann gibt es für mich gar keine... Aber ich kann das auch meiner Mannschaft nicht erklären, dass ich jemanden, der eigentlich, der sich zu schade war, mit in die zweite Liga zu gehen, dass ich den jetzt wieder für viel Geld wieder engagiere, weil der wird schon sein Geld haben wollen. Das Einzige, was ich sagen würde, wenn Chris sagt, im ersten Jahr will ich gar kein Geld. Ich habe einen Zwei-Jahres-Vertrag und im ersten Jahr will ich kein Geld. Oder so. Weißt du, so wirkliche Zeichen. Das wird er nie machen, aber da soll er woanders hingehen. Ich würde es nochmal rein sportlich betrachten. Der Typ ist jetzt was? 33, 34? 34 Jahre. 34. Also sprich, der hat jetzt auch nicht mehr irgendwie die Karriere noch vor sich, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, der hat noch nie mehr als irgendwie 8 Spiele in der Saison gemacht. Von diesen 8 Spielen waren 6 gut und 2 waren irgendwie, er muss erst seinen Rhythmus finden und so weiter und so fort. Er war sicherlich vor 2-3 Jahren ein sehr guter Spieler, wo er wirklich durchgehalten hat. Und der Skibbe, muss man ja sagen, diese erste Saison Skibbe hat Christian eine sehr gute Runde gespielt. Aber jetzt ganz banal, ich wüsste nicht, wo er uns dauerhaft sportlich weiterbringt. Ich wüsste es einfach nicht. Ja. Und von daher ist der Punkt, rein nüchtern betrachtet, ich sehe da gar keinen Platz und gar keine Notwendigkeit. Der passt auch nicht ins Scouting-Profil, was jetzt ausgegeben wurde. Ne? Jung, hungrig, also weder jung noch hungrig. Ja, wobei... Königstein wohnen, hier nochmal eine Saison spielen, darauf hoffen, dass er vielleicht bei der Eintracht irgendeine Chance hat, langfristig auch zu arbeiten, irgendwo im Umfeld. Das war für mich... Ist aber Das wäre für mich okay, dann soll er in der U23 spielen. Genau, also ja? Vor allen Dingen, wenn er das tatsächlich will, dann hätte er wirklich bleiben müssen. Also wenn er sagen will, das ist der Verein, da will ich auch dauerhaft tätig sein, da möchte ich nach Ende meiner Karriere irgendeine Funktion übernehmen, dann muss ich in dem Alter einfach in der zweiten Liga mit durch, egal ob ein Magath mit Geld winkt, ja oder nein. Ja, und außerdem gab es keine persönlichen Animositäten und so weiter und so fort. Das war ja an sich alles okay. Also ist nochmal ein bisschen ein Unterschied zu Franz, was ich halt noch sagen muss. Ich meine, ich kann es schon verstehen, wenn wir jetzt einen 33- oder 34-jährigen Innenverteidiger nochmal holen. Ganz theoretisch, aber der müsste dann fit sein. Ja? Wenn wir dann jemanden auf der anderen, so jemand wie Bembel Anderson, der könnte schon einen gestandenen Innenverteidiger an seiner Seite brauchen und selbst daran zu wachsen. Ja, zumal wenn aber du. Dann wäre sowas wie Arne Friedrich oder so, würde für mich nochmal auf die Agenda kommen. Ja? Genau, wenn er fit wäre, ja. Ja, aber also das macht vielleicht auch Sinn, wenn du einen neuen Torhüter jetzt mit hast, ne? Wenn du sagst, okay, Nikolov bleibt jetzt mal draußen, brauchst du irgendjemanden hinten im Abwehr-Torwart-Konstrukt, der die Erfahrung mit reinbringt und der da vielleicht auch das Sagen übernimmt. Interessant, dass wir jetzt eigentlich doch wieder Argumente für ihn holen, ne? Also es ist ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin da so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Ich habe mich da nicht final. Aber da muss nochmal ein deutliches. Also mir wäre es lieber, wir holen uns einen anderen. Er hat sich dadurch die Chance verspielt. So ist es, ne? Sind denn so unsere Erwartungshaltungen jetzt für die erste Liga? Also was denken wir denn, wo wir am Ende rauskommen? Auch ein schwieriges Thema. Also überhaupt jetzt ein Saisonziel auszugeben, was anders ist als Klassenerhalt, ist halt schwierig. Meine persönliche Erwartungshaltung ist, dass wir eine Saison spielen, die sich klar unterscheidet von Vereinen im letzten Jahr wie Augsburg, Köln, Kaiserslautern, alle, die unten rumgekrebst haben. Also auch wenn unser Ziel ist Klassenerhalt, ich habe keinen Bock bis zum letzten Spieltag zu zittern, eventuell auf eine Relegation zu hoffen und ich möchte vor allen Dingen mit meiner Mannschaft auch gar kein Bild abgeben, wie es zum Beispiel auch Hertha BSC und so weiter gemacht hat. Ich will einfach eine Mannschaft haben, die als geschlossene Einheit auftritt und die Bock hat zu spielen und der du Woche für Woche die Leidenschaft anmerkst, was zu wollen. Und das hast du nämlich bei all den Mannschaften vermisst, die ich gerade eben aufgezählt habe. Das waren für mich keine geschlossenen Mannschaften. Die haben sich schlecht präsentiert und das will ich einfach nicht sehen. Unabhängig davon, wo wir tatsächlich am Ende der Saison abschneiden. Da stimme ich dir zu. Ich will sie hundertprozentig fighten sehen. Da kann auch mal ein Spiel in die Hose gehen. Das kann auch grandios in die Hose gehen. Das ist mir dann auch recht. Aber ich will sie die über 90 Minuten so lange rennen sehen, dass sie sich wirklich mit den Füßen auf die Zunge treten am Ende. Ja. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee, eigentlich, also vollkommen. Ne? Also genau das ist ja auch eigentlich so ein bisschen das Konzept, was man jetzt schon merkt mit den jungen Hungrigen, was man jetzt halt schon hört. Das muss das Ziel sein. Man muss unbekümmert auch versuchen, in die neue Saison zu gehen. Gar nicht so mit vielen Altlasten. So auch, man muss auch nicht diese Angst haben, abzusteigen, weil das ist psychologisch viel nachteiliger, als wenn man einfach mal sieht, wie es läuft. Ich denke,
Wir müssen halt sehen, dass wir ein gutes mannschaftliches Konstrukt hinbekommen. Wie gesagt, man braucht vielleicht noch ein paar Ältere. Das stimmt, denke ich schon. Gerade ja, wenn der Trapp dann wirklich im Tor steht. Schon stimmen. Also nur auf die Jungen zu setzen, wird jetzt auch nicht funktionieren. Das ist schon, wie Alex sagte, gerade wenn du jetzt auch mit einem tollen Torhüter und das alles, du brauchst schon ein paar, die Erfahrung haben, die in der Lage sind, die Mannschaft so am Laufen zu halten, dass das funktioniert. Da sage ich, das haben wir ja. Also sprich irgendwie Köhler, Meier und so weiter, auch Schwegler mittlerweile. Das sind ja jetzt auch keine, wie soll ich sagen, Jungspieler. Ja, aber bei allen. Aber auch weit weg davon ist, irgendwie so der Leader zu sein. Brauchen wir von der Charakteristik her einen anderen Typen. Also wir brauchen hier unbedingt einen alten Sack, sondern wir brauchen einen, das was wir letztes Jahr eigentlich beim Lehmann gesucht haben, einer, der im Prinzip auf dem Platz mal das Kommando übernehmen kann. Ja. Das ist das, was wir viel eher brauchen. Das Problem ist natürlich, den wirst du nicht irgendwie hier unten am Gleisdreieck finden, sondern für den wirst du im Zweifel Kohle in die Hand nehmen müssen oder... Hier schon finden. Ne? Also wenn ich uns vier so mal angucke, ja, das passt ins Format. Alte Säcke, Leader-Typen, die zu allem was zu sagen haben. Also ja, alte Säcke, wir sind alle gerade mal 29. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin sogar 27. Schon, ja? Du Angeber. Ja, auf der DAX jetzt hier. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall schwierig, dann so eine Person dann auch zu verpflichten. Da müssen wir mal sehen. Wie gesagt, Schwegler hat mir immer noch so die Hoffnung, dass er da reinwächst. Köhler, das genauso auch wie Meier, bei aller guten Saison, die sie gespielt haben. Das sind keine Leader-Typen, das wären die Leader-Typen vielleicht. Also bei Meier habe ich die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, weil er für mich in den letzten paar Spielen auch so rüberkam, wie als wollte er auch mehr Verantwortung übernehmen. Ja, ich weiß nicht. Er hat auch die Binde ganz gut getragen in der Zeit. Ne? Also hat er okay gemacht. Das muss man ihm auch mal wirklich positiv anrechnen. Theoretisch müsste man, wenn wir sagen wollen, wir verdünnen Kader jetzt, könnte man theoretisch auch drüber nachdenken, vielleicht auch einen Köhler mal gehen zu lassen. Ja? Weil ich weiß nicht, in der ersten Liga wird er uns nicht weiterbringen, aber das sind wieder Baustellen, die wir jetzt hier aufmachen. Ja, ne? Für den Nummer machst du dir im ersten Jahr in der ersten Liga dann jetzt nicht auf. Also den wirst du vielleicht im Jahr drauf, aber so in der ersten Runde würde ich den jetzt nicht. Zumal der wäre ja dumm, wenn er gehen würde. Ne? Ja, also der hat bei uns klar. Vertrag bis 2014, der hat ein ordentliches Gehalt. Also ich hoffe, er hat immer noch auf Dubai oder so. Hier, wenn einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten hier zuschaut, also der Köhler ist ein Top-Typ. Ey. Also die 3 Millionen sind gutes investiertes Geld. Ja. Manchester City nicht noch ein Spieler da auf der Position? Ja, du mit Manchester, genau, da hast du recht. Hier, wir holen David Silva, ja. Ist der, ja, genau, das können wir noch machen. Also ich denke, ein 1-1-Vergleich. Position, ja. Also. Keiner wesentlich schlecht damit. Nee, gut. Ja, aber was ich dazu noch sagen wollte, also der Leader-Typ sollte halt auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch mal abseits des Platzes die Mannschaft in die Hand nehmen, weil, was ich eben gesagt habe, mannschaftliche Geschlossenheit ist das erste Ziel, aber ich möchte auch endlich wieder eine Geschlossenheit mit den Fans haben. Dazu müssen beide Seiten ein bisschen was geben. Also ich glaube, die Fans müssen einfach eine Nummer runterkommen zu dem, was sie in der letzten Zeit auch präsentiert haben. Dazu gehören halt auch so Sachen, wo wir eben schon mal kurz drüber gesprochen haben, Böller, Kram, also die ganzen Aktionen mal ein bisschen runterfahren. Aber ich will halt auch wieder ein gutes Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft haben und auch das muss wieder zu einer Einheit werden. Und dafür brauchst du Leute, die auch fernab vom Platz endlich mal wieder einen Ton angeben. Wir haben 4 Monate Sommerpause jetzt, um uns um das Thema zu kümmern. EM schaut sowieso keiner, außer Marvin. Ja, der Zwang Fußball zu... Ja, du wieder, ja. Nee, ich muss ja hier ein bisschen ein paar Spieler scouten, ja. Nein, auf jeden Fall so ist es. Hat uns bei der letzten EM Korkmaz gebracht, ne? Also da sollten wir diesmal besser aufpassen und vielleicht genauer hingucken. Weil man fairerweise sagen muss, Korkmaz war bei der EM 2008 überragend. Also im österreichischen Team. Ja, klar, also man muss natürlich die Baseline sehen, aber... Ja, aber für unsere Verhältnisse damals, also ich glaube, keiner hätte irgendwie einen Korkmaz nicht geholt. Er hat halt einfach irgendwie durch Verletzungen ist einfach die Luft raus. Ja gut, so ein Mittelfußbruch ist halt auch kein Eis am Stiel jetzt. Ja, ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Ja. Gut, tut einem leid, jetzt ist er weg. Schauen wir mal, vielleicht bringt es noch was in der zweiten Liga. Und wir schauen, was wir in der ersten Liga machen. Ich hoffe, viele positive Dinge. Eine Sache noch, Spieler der Saison für euch jeweils? Fang du an. Ich schwanke auf der einen Seite Rode, einfach weil... Gallig, Bissig, hat eigentlich kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Also es waren welche, aber die waren nicht so gut, aber es war nichts wirklich schlecht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Schwegler, ich habe ihn eigentlich früher nie besonders gemocht, aber was mir gefallen hat, ist A, er ist geblieben, er ist nicht gegangen. B, gerade so das, was die Alex eben gesagt hat, so die Interviews und so weiter, die ein Schwegler gegeben hat, das war schon ziemlich cool. Also irgendwie sehr sachlich, sehr fundiert, aber trotzdem auch auf den Punkt gekommen und auch mal kritische Sachen angesprochen, fand ich schon ziemlich gut. Also da habe ich wirklich das erste Mal vor Schwegler einen Hut gezogen
Und deswegen schwanke ich so, was irgendwie die Spieler der Saison geht. Natürlich Meier auch überragend mit der Torquote, aber für mich persönlich irgendwo Rode oder Schwegler. Ja. Also zu Schwegler nochmal, was du gesagt hast mit den Interviews, hat er mir auch extrem gut gefallen am letzten Interview, was er im Prinzip, oder die letzte Rede, die er gehalten hat, am Römer. Ja. Also da hat er auch mal bewiesen, er kann witzig sein und er war nicht mehr dieser trockene, neutrale Schweizer. Ne? Also der ist ja wirklich der Prototyp der Schweiz, zu allem neutral, auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Aber da ist er mal richtig sympathisch rübergekommen. Aber deswegen auch Anspruch. Weißt du, das Anspruchsdenken. Er hat schon ein gewisses Anspruchsdenken. Und das ist eine positive Sache, wo er gesagt hat, wir wollen nicht immer hierher kommen und nur einen Aufstieg mit euch feiern, sondern das muss demnächst auch mal, der Römer muss mal für was Besseres belegt sein. Genau. Und genau das ist halt auch, und das finde ich gut. Weißt du, das ist schön und lustig, jetzt kann sich nicht darauf ausruhen. Wir müssen mal sehen. Und wie gesagt, das haben wir schon mal im Podcast gesagt, im Pokalfinale geht immer mal, und wenn du mal ein bisschen Glück hast. Ja. Ja? Und das ist auch sein Anspruch. Und das finde ich gut. Und das ist mit das, was die Mannschaft mit am meisten tragen kann. Ja. Dein Spieler? Ganz klar, Sebastian Rode. Also ich schließe mich dir da an, finde ein bisschen eindeutiger. Für mich ist Rode derjenige, der die Saison eigentlich mehr gebracht hat, als man ihm zugetraut hat, weil er hat eine gute Ansätze in der ersten Liga gezeigt. Auf jeden Fall, da kam auch wieder eine kleine Verletzung dazu, da wusstest du nicht. Das war ja auch keine leichte Verletzung mit dem Knie. Ob er sich so fit wie der die ganze Saison darstellt, ich glaube, er war jetzt kein einziges Mal verletzt. Ja, war nicht wirklich. Nee, und hat eine richtig super Saison gespielt. Galligkeit, Bissigkeit, Aggressivität, auch den Drang nach vorne ein bisschen gesucht. Gute Bälle gespielt, davon sind bestimmt 30% ins Nichts gegangen, beziehungsweise waren Fehlpass, aber dass du es probiert hast, in der zweiten Liga kannst du es machen. Und er hat genau immer diesen guten Passversuch zu schlagen. Für mich der Mann der Saison. Habe ich genau die gleichen Spieler auf der Liste, also auch so ein bisschen Rode, Schwegler, aber ganz klare Tendenz zu Rode, weil der Schwegler hat davor die Saison schon gut gespielt, die größte Entwicklung hat der Rode gemacht und das war einfach für mich ja auch der Spieler der Saison. Meier hat halt viele Tore gemacht, aber da war bei allem Licht wie immer auch viel Schatten dabei. Ja. Was ihr sagt, 100% Rode. Ja, so viel zum Thema HR Online. Die Umfrage war wohl mal nicht repräsentativ. Nee, habe ich mir auch gedacht, aber gut. Wer war da? Meier, ja. Aber aufgrund der Tore, aber was so das Spielerische angeht und was so die Erwartungshaltung angeht und das, was er draus gemacht hat, kann eigentlich nur Rode am Ende des Tages. Das ist halt wie immer, für Leute, die die meisten Spiele nicht gesehen haben, ist gar nicht böse gemeint, aber wenn du Spiele nicht siehst und siehst, wer die Tore geschossen hat, dann nehme ich den halt. Ne? Ja. Aber das ist halt ja nichts über die wirkliche Qualität zu tun. Deswegen gibt es ja noch so alternative Medien wie uns, ja. Genau. Mal schauen, wer die Fans. Ja, genau. Mal schauen, wer die 11 Säulen sind. Da das habt ihr da alle mitgemacht. Das fand ich ganz interessant. Die Abstimmung war, glaube ich, gestern oder vorgestern zu Ende. Ja. Mal gucken, wann jetzt das Ergebnis kommt. Ich bin gespannt. Ja, ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was sie draus machen. Ne? Also wie es schlussendlich dann auch aussieht an der U-Bahn-Haltestelle. Also es sieht bestimmt richtig geil aus. Wie die Brandplatz, ne? Genau. Und ich denke, da sollten wir vielleicht auch irgendwann mal vorbeitigern und ein paar Bilder machen. Genau, vielleicht auch mal ein Dreh, genau. Ja, nach Blockupy kommt dann da wieder die Brandplatz wieder zu uns. Ja, dann können wir das mal machen, ja. Und dann schauen wir mal. Grabowski ist auf jeden Fall schon ganz klar. Das habe ich schon gelesen, aber das war jetzt auch keine große Vorhersage. Ansonsten? Berger wahrscheinlich auch, oder? Ja, da fallen sich schon wieder die Geister, aber ich verrat's nicht. Na ja, gut. Machen wir Schluss für heute. Ja. Herr Marvin, Sie dürfen die Abmoderation machen. Das mache ich gern, ja. Also ich wünsche allen Eintracht-Fans auf jeden Fall eine super Sommerpause. Auf den Sieg der deutschen Nationalmannschaft, die zwei von uns zumindest gucken werden. Er ist ja eher für die andere Mannschaft. Wie heißt die nochmal? Was ist das? Der Titelverteidiger und auch amtierende Weltmeister Spanien. Ah, ja gut, okay, naja gut. Habe ich noch nie von gehört. Muss so ein ganz kleines Land irgendwo sein. Ich glaub, Finale dann sehen. Ah, ja. Das ist das Land mit der ältesten Durchschnittsmannschaft, kann das sein? Ja. Oder habt ihr Nachwuchsspieler in Spanien? Also kommt da noch was oder ist jetzt fertig? Naja, jetzt hier, Hauptsache du bringst demnächst bei EM mit, da läuft der DAX. Alles klar, macht's gut, ich wünsche dir was. Ciao.